Fräuleinchen zu einem neuen Vlog von mir. Ich glaube, es war gerade nicht so die schlauste Idee, die Kamera anzuschmeißen. Der Christian fängt gerade an zu saugen. Heute ist Sonntag. Wir waren schon spazieren, haben eben auch lecker Mittag gegessen. Der Christian hatte gekocht und er will jetzt das Haus putzen. Und währenddessen dachte ich, ach komm, da kann ich auch die Vlogging-Kamera anschmeißen. Und ja, nehme euch noch so ein bisschen den restlichen Tag mit. Ich sitze im Schlafzimmer, ihr wisst, was ansteht. Ich muss unbedingt noch ausmisten hier. Also das möchte ich mit euch machen. Ich habe heute auch eine kleine Überraschung für euch in diesem Vlog. Und oh, wie ihr freut euch denn. Ich habe gesehen, wir haben die 22.000 Zuschauer erreicht. Meine Herren, das hat sich jetzt echt sehr, sehr lange Zeit gezogen. Aber ich dachte, heute mache ich euch, oder zumindest einem von euch, mal eine kleine Freude. Das seht ihr dann später noch. Ansonsten überlege ich gerade, ich dachte auch heute, ich zeige euch mal ein paar Buchfavoriten von mir, weil das ist irgendwie so ein großer Teil im Moment von meinem Tag, ja, das Lesen. Ne? Ich habe das ja dieses Jahr wieder endlich für mich entdeckt und ich habe tatsächlich schon 23 Bücher in diesem Jahr gelesen, wovon ein paar echt verdammt gut waren, eine 10 von 10, die wollte ich euch heute auch mal noch zeigen. Soll ich das zeigen, Mausi? Ja. Ich habe hier übrigens die Kleine. Sie möchte heute meine Videoassistentin sein. Genau, und möchte so ein paar kleine Aufgaben, die sie machen kann, während ich am Filmen bin. So, das soll ich euch einmal zeigen. Das ist in ihrem oder in ihrer neuen Kunstecke entstanden. Ja, das soll ich auch. Warte, ja. Ich muss gerade mal drehen. Tada! Genau. So, und wir zwei, wir machen uns jetzt hier ein Schlafzimmer, ne? Ja. Dass das mal schön ausgemistet wird. Und ich möchte auch so ein bisschen, gerade hier unterm oder im Sideboard, so ein bisschen aufräumen. Eigentlich sollen da nur Fotobücher und auf der anderen Seite die Schulsachen sein, aber irgendwie, ja, wie es halt immer so ist mit den Monaten, man legt mal schnell da was hin und ruckzuck, ja, hat man den Salat und deshalb misste ich ja im Moment 10 Minuten täglich aus und das hier ist jetzt heute so der letzte Raum, bis auf das Zimmer von meinem Mann, das darf er aber selbst machen. Ja, genau. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. Das waren schon wieder 10 Minuten.
Wir haben es geschafft. Alles ist ausgemistet. Wie cool. Und ihr seht, es war gar kein großer Aufwand. Echt. Jeden Tag 10 Minuten in einen anderen Raum. Und gut war, ne? Wenn man da regelmäßig am Ball bleibt, dann artet das auch gar nicht so aus. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Yes. Die Kiste nehme ich mit rüber. Die hat mir meine Freundin im Krankenhaus geschenkt. Da waren ganz viele tolle Dinge drin, die mir den Aufenthalt leichter machen. Und genau, da ist jetzt nur noch Rätselheft und ein Brief von ihrer Tochter drin. Das schmeißt natürlich nicht weg. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, da mache ich meine Sensi-Bars rein. Da brauche ich ja immer Aufbewahrungen. Ja, hast du ein Bild gefunden? Ne? Das hat mir der Papa damals gemalt. Sag ich euch aber nicht. ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Egal, ich erzähle euch mal was von der Überraschung. Aber da muss ich mal ein Zimmer weitergehen. So, ich habe ja gesagt, ich habe eine Überraschung von euch. Und zwar habe ich geshoppt bei Sensi. Dieses Mal nicht nur für mich, sondern auch für eine von euch. Ich zeige es euch mal. Ihr wisst ja, ich liebe Sensi. Ich liebe die Duftlampen. Ich liebe die Düfte. Ich liebe die Reiniger. Ich bin eine Sensi-Verfallene. Und ich nutze ja die Produkte schon wesentlich länger, als ich eigentlich Sensi-Beraterin bin. Nämlich seit 3 Jahren jetzt. Genau. Dementsprechend habe ich auch schon vieles getestet. Und ja, es lässt mich einfach nicht mehr los. Ich bin einfach riesengroßer Sensi-Fan. So, dann zeige ich es euch einmal. Moment. Ich muss mal gerade an die Seite packen hier. Ich habe für euch geshoppt und zwar eine Sensi-Lampe, die Aqua Glow. Ich finde, die ist so mega, mega schön. Kosten tut die Lampe regulär 78 Euro. Ich zeige sie euch mal. Einen Moment, ich muss erstmal auspacken. Ich packe jetzt natürlich nur die Lampe aus, die für mich ist. Die Lampe für euch lasse ich selbstverständlich verschlossen. Und da ist es schon. Guckt mal, wie wunderschön schaut die bitte aus. Sensi-Lampe ist auch super schnell zusammengebaut. Ihr bekommt die Glühbirne immer extra und die müsst ihr dann einmal nur reindrehen. Sollte mal eine Glühbirne kaputt gehen, kann immer mal passieren, die sind ja mega empfindlich, dann dürft ihr mich als eure Beraterin selbstverständlich anschreiben, ihr bekommt da Ersatz für, ne? Weil das ist was, was ich extrem bei Sensi feiere. Der Kundenservice ist einfach mega gut. Und das ist was, das ist mir so wichtig, weil ich stehe ja schließlich da mit meinem Namen als Beraterin. Und ich finde, da muss halt so ein Kundenservice echt top sein. Und es ist es wirklich. So. So schön. Einfach nur noch Schale drauf und schon ist die Lampe zusammengebaut. Mehr müsst ihr da gar nicht machen. Jetzt mache ich nur gerade mal das Kabel ab, dass ich sie euch dann natürlich auch zeigen kann, wenn sie eingesteckt ist. Ich gucke mal gerade, ob das reicht. Ich will natürlich nicht, dass er jetzt fliegt. Das wäre richtig blöd. Ich mache mal da den Stecker raus und einmal anmachen. Wir haben hier immer einen An- und Ausschalter, sodass man halt nicht immer, sagt es mir, den Stecker ziehen muss. So, aber ich glaube, ich muss euch ein bisschen näher ranholen, dass ihr es richtig schön erkennen könnt. Das ist so das gute Stück. Schaut das nicht mega, mega schön aus? Ich fand die einfach so toll. Die musste ich jetzt noch schnell haben. Und ihr könnt jetzt einmal diese Lampe, die Aqua Glow, gewinnen. Moment, ich setze mich nochmal hin. Lämpchen bleibt stehen. Und einmal den Duft Mango Matcha. Den habe ich auch noch für euch geshoppt. Das ist ein schöner, fruchtiger Duft. Und wie es der Name sagt, riecht es halt richtig toll nach Mango. Ah, ich liebe es, ich liebe es. Ich finde es immer so witzig, wenn ich Duftbrümchen verschicke. Oh mein Gott, der Postbote hatte auch was davon oder der ganze Briefkasten hat gedüftelt. Genau, auf jeden Fall, wie gesagt, verlose ich an eine von euch die Duftlampe im Wert von 78 Euro inklusive Mango Matcha für 8,50 Euro. Und was müsst ihr tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Gar nicht viel. Also erstens mal, das Gewinnspiel wird nur von mir veranstaltet und jetzt ist mal Akku leer. Ah, einen Moment. So, aber jetzt noch mal auf ein neues. Das war jetzt natürlich eine sehr schlechte Vorbereitung hier. Also ihr könnt bei mir gewinnen. Einmal die Duftlampe Aqua Glow im Wert von 78 Euro plus einmal den Duft Mango Matcha im Wert von 8,50 Euro.
Genau, wie könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen? Schaut einfach mal unten in die Infobox. Ich erwarte gar nicht viel, weil das ist von mir für euch als Dankeschön. Ihr müsst kein 1000 Seiten folgen oder sonst was. Schreibt mir doch einfach gerne, warum ihr mir folgt. Oder schreibt mir gerne, warum ausgerechnet ihr diese Lampe gewinnen möchtet. Genau, und dann bin ich schon glücklich. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, ihr solltet natürlich ein Follower sein. Ne? Das ist ja ganz logisch, weil es soll wirklich nur an ein Fräuleinchen auf jeden Fall rausgehen. Einfach, wie gesagt, als kleines Dankeschön. Alle Infos, ich schreibe es euch nochmal in die Infobox. Bitte einmal aufmerksam durchlesen. Da steht dann, von wann bis wann das Gewinnspiel geht. Und so weiter und so fort. Genau, so, und ich hoffe, ihr freut euch darüber und ja, mich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich freue mich immer, wenn ich euch auch mal was zurückgeben kann. Genau, jetzt packe ich da mal wieder alles weg, dann zeige ich euch mal noch die Bücher. Ja, das wollte ich ja unbedingt machen. Übrigens, es wird heute kein langer Vlog, weil ich dieses Video heute noch geschnitten haben muss. Einfach, ne, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, aus Zeitgründen. Deshalb da bitte nicht wundern, aber als Entschädigung. Gibt es ja ein schönes Gewinnspiel. So, schon wieder Location-Wechsel. Irgendwie, keine Ahnung, bin ich heute nur am Hin- und Herspringen. Einfach, damit ich dem Christian halt auch nicht im Weg bin, während er putzt. Ich weiß ja, wie das ist, wenn ständig jemand durchläuft, ne? So, Lieblingsbücher wollte ich euch noch zeigen. Ich habe ja dieses Jahr 23 Bücher gelesen seit März oder April. Ja, das ist, es hat mich endlich wieder gepackt. Ich habe vor 10, 12 Jahren unendlich viel gelesen und irgendwie, keine Ahnung, total vernachlässigt. Und als ich dann auf der Suche war nach etwas, was mich im Alltag so ein bisschen runterbringt, kam ich dann auf die Idee, ich könnte ja mal wieder lesen. Und dann konnte ich einfach nimmer aufhören. Ich habe so, so viele gute Bücher schon in diesem Jahr gelesen. Und die meisten Bücher überwiegend, die kaufe ich tatsächlich immer in Pforzheim in dem Second-Hand-Laden. Also das ist ein Second-Hand-Laden für alles. Aber die haben so eine tolle Buchecke. Das ist der absolute Wahnsinn. Und da kaufe ich ganz viel, weil man zahlt für ein Kilo Bücher nur 3,50 Euro. Und was ich da schon Schätzchen ergattert hatte, ja. Zum Beispiel die komplette 50 Shades of Grey-Reihe. Da habe ich, glaube ich, 3 Euro bezahlt. Also wirklich für die ganze Reihe. Ne? Das ist halt Wahnsinn. Ja, und jetzt zeige ich euch mal so die besten Bücher. Wir fangen an mit einem Buch, was sehr, sehr unscheinbar eigentlich aussieht, von Pamela L. Todd, Weil ich dich spüre. Ich dachte erst noch, oh, das ist bestimmt so ein kitschiger Roman. Nein, überhaupt nicht. Das ist schön modern geschrieben in der heutigen Zeit. Es ist einfach ein unglaublich tolles Buch, eine tolle Romanze mit sehr, sehr unerwartetem Ende und ja, keine Ahnung, ich kann euch das so wärmstens empfehlen. Ich habe es an einem Tag komplett durchgesuchtet bis nachts, weil ich nicht aufhören konnte zu lesen. Also das war definitiv mein Favorit. Ich guck mal, ich werde euch alle Bücher mal unten in der Infobox verlinken. Vorausgesetzt, ich finde sie in das Buch, meine ich, wenn ich das richtig gesehen habe, bekommt ihr im Moment für 1,95 € auf Amazon. Neu tatsächlich. Und das verstehe ich absolut gar nicht, weil das wirklich das Buch schlechthin ist, was ich in diesem Jahr tatsächlich gelesen habe, ja. Dann geht's weiter. Ein Buch, das ich nicht gebraucht gekauft habe, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Girls Night von Claire Douglas. Claire Douglas ist ja auch eine Nummer 1 Bestseller-Autorin. Und Girls Night, ja, es ist definitiv kein Roman. Es geht schon so in die Thriller-Schiene, ja. Ich kann es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar ist da eine Clique von 4 Mädchen, die ja einen Unfall haben. Und sie wird wach und ihre 3 Freundinnen sind weg, obwohl die beim Unfall dabei waren, ne? Und dann, ja, kommt dann Jahre später eine Reporterin in die Stadt, also sehr, sehr viele Jahre später, und will halt herausfinden, was ist in dieser Nacht passiert, wo sind diese 3 anderen Mädchen halt hin. Auch da ist das Ende, das kann man absolut nicht absehen, das Ende hat mich wirklich extrem überrascht, ich musste das Ende nochmal lesen, um das zu verarbeiten, dass es wirklich so war, also auch wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Hat mir mein Sohn zum Geburtstag geschenkt. Ich muss sagen, da hat er echt richtig, richtig gut ausgesucht. Ich muss mal gucken, ob ich von Claire Douglas
noch ein paar mehr Bücher finde. Oder halt auch von Pamela L. Todd. Ja, also ihr merkt, da hängt so momentan echt mein Herz dran an der Leserei. Und ich finde es so schade, dass ich meine Zeit für so viele unnötige Netflix-Serien vergeudet habe. Ja, oftmals aus Langeweile, dabei hätte ich so tolle Bücher lesen können, gell? So, wir machen noch mit etwas weiter. Und zwar war dieses eine Buch der Auslöser, weshalb ich so intensiv wieder angefangen habe mit Lesen. Und zwar geht es um ein Buch von Colleen Hoover, eine ganz, ganz tolle Romanautorin. Und Colleen Hoover, das ist das Buch Nur noch ein einziges Mal. Das hatte ich mir bei Rossmann gekauft. Und ich konnte nicht aufhören zu lesen. Ich glaube, in 2 Tagen hatte ich es durch. Und dann musste ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es gibt nämlich 2 Teile. Und dann habe ich mir das noch bestellt. Ebenfalls Colleen Hoover, Nur noch einmal und für immer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist nicht nur ein Roman. Ja, also hier, gerade hier bei diesem Buch, es geht schon heiß. Wirklich heiß her. Ich will gar nicht so viel verraten. Man muss es einfach gelesen haben. Und wie gesagt, dieses eine Buch hat mich so angefixt wieder zum Lesen, dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte. Also ist das eine riesengroße Empfehlung. Genauso wie auch der 2. Teil habe ich an einem Sonntag komplett durchgelesen. Ja, also ganz, ganz tolle Buchreihe und auch der Schreibstil schön, modern. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn Bücher in der alten Zeit oder in älteren Zeiten spielen, wo dann oftmals so, ich sag mal so, geschwollen geschrieben wird. Ja, also ich brauche es einfach jung, frech, modern. Genau, und da ist man hier auf jeden Fall mit richtig. So, dann habe ich angefangen, eine Buchreihe zu lesen. Und zwar hatte ich das auch gebraucht, entdeckt im Secondhand. Aber ich musste die andere Teile noch haben, weil es mich so gefesselt hat. Man will natürlich wissen, wie es weitergeht. Auch hier hat man doch teilweise schon sehr unerwartete Wendungen. Catching. Das ist die Catching-Reihe von J.S. Wanda. Das ist nicht die erste Reihe, die ich habe. Also doch, das hier ist die erste Reihe. Ich habe auch noch weitere Reihen von ihr. J.S. Wanda ist so eine Dark-Roman. Also ich würde schon, Dark-Roman ist es auf jeden Fall. Es ist kein normaler Roman. Es ist nichts für schwache Gemüter, würde ich fast behaupten. Das ist so, also hier steht ja auch Dark-Roman drauf. Es ist aber, ja nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es geht schon ein bisschen in die sexuelle Schiene teilweise. Ja, also das muss man mögen oder halt einfach nicht. Ich lese es zum Beispiel total gerne, ja. Also wenn man auf sowas steht, ist man da auch sehr gut mit bedient. Ich liebe die Bücher von J.S. Wanda. Gerade sie nimmt halt kein Blatt vor den Mund. Wenn sie ein Schimpfwort denkt, dann schreibt sie das auch genau so auf. Was mich nur ein bisschen stört von J.S. Wanda, ich habe ja jetzt mehrere Reihen von ihr durch, es wiederholt sich vieles. Also es gibt immer irgendwie so dieses typische Klischee Opfer-Täter-Rolle. Opfer verliebt sich in den Täter. Also das ist mir jetzt bei mehreren Reihen aufgefallen, weshalb ich jetzt erstmal von den Büchern Abstand nehme. Aber wenn man noch nichts davon gelesen hat, ja, auch so dunkle Romanzen mit so ein bisschen in sexuelle Reihen, also wenn man da drauf steht, man ist da definitiv richtig. Die Catching-Reihe. Riesengroße Empfehlung von mir. Als letztes Buch, das ich euch noch vorstellen kann, ist Fitzek. Sebastian Fitzek, tatsächlich, man kennt ihn ja, sehr bekannter Autor, habe ich irgendwie lange Zeit vernachlässigt und mir dann im Secondhand mal dieses Buch hier mitgenommen, Der Insasse. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich richtig toll geschrieben, die Story dahinter, mega durchdacht, das Ende, sowas von unerwartet. Und das Buch fängt schon an mit einem ganz extremen Gänsehautmoment. Also wirklich, da zieht sich einem alles zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer sich leicht getriggert fühlt, sollte vielleicht diesen Thriller nicht lesen. Ja, er ist nichts für schwache Nerven, weil hier geht es halt um einen Psychopath, der gern mordet und der leider nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder mordet. Also das muss man echt wegstecken können. Deshalb möchte ich es nur vorsichtig sagen, es ist nicht für jedes Gemüt tatsächlich geeignet. Ja, aber mir hat es gefallen. Es wird definitiv nicht der letzte Fitzek gewesen sein. Ja, also wie gesagt, gelesen habe ich noch viele, viele mehr Bücher. Und bis auf eins waren wirklich alle gut, aber das waren halt die Bücher, die mich halt wirklich extrem gefesselt haben. Ich hatte erstmal überlegt, ob ich vielleicht ein
einzelnes Video nur rund um Bücher machen soll, aber ich glaube, dass das gar nicht so extrem gefragt wäre. Ich weiß, ich habe auch so viele Leseratten bei meinen Fräuleinchens, aber es hätte einfach, glaube ich, auch nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, wie es wahrscheinlich verdient hätte, weil über Bücher könnte ich, ach, mehr als stundenlang tatsächlich reden. Und wie hat mir ein Fräuleinchen letztens gesagt, Bücher lesen ist eine Sache, aber Büchern shoppen nochmal eine ganz andere. Und das stimmt. Ich könnte mich stundenlang im Bücherladen aufhalten. Das ist Wahnsinn. Ja. Und viele hatten ja gesagt, als ich shoppen war, ich habe mir ja 30 Bücher auf einmal gekauft. Die haben gesagt, Jasmin, die schaffst du eh nicht alle dieses Jahr. Ja, 23 sind gelesen. Also ich bleibe da auf jeden Fall dran. Heute Abend fange ich wieder eine Reihe von Laura Kneidl. Da habe ich jetzt den zweiten Teil gelesen. Da fange ich dann heute Abend mit dem dritten Teil an. Ja, ich liebe das einfach. Und das ist was, dafür muss man sich auch wirklich Zeit nehmen. Und ja, ich freue mich, habe auch ganz viele von euch angefixt. Viele, viele, viele haben geschrieben, Mensch Jasmin, du hast mich so angesteckt. Was kannst du noch empfehlen? Und deshalb dachte ich, heute packe ich es einfach mal so mit rein. Ja. Genau. Und ich glaube, den Vlog würde ich jetzt schon beenden. Ne? Da ist nicht lang, es ist nichts groß Spannendes passiert heute, aber außer, dass ich viel über Bücher jetzt geredet habe. Genau, aber ja, manchmal ist es so, ich werde jetzt nur das Video schneiden und dann gehen wir noch mal ein klein wenig raus und ich bin total überbelichtet hier. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Denkt ans Gewinnspiel, bitte, 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 wer teilnehmen möchte. Mir ist es ganz wichtig, dass ihr euch das in der Infobox nochmal alles, was ich jetzt auch nicht erwähnt habe, dass ihr euch das einfach bitte mal durchlest. In diesem Sinne, ich sage bis ganz bald. Ciao!